Deutschlands Bio-Kloster Nummer 1, Kloster Plankstetten im Bistum Eichstätt. Beim Thema Öko geht es hier nicht nur um Landwirtschaft, Heizen, Autos, Backen, Metzgern, Bierbrauen und Sanieren. Hier wird auch Bio gekocht. Und um die Bio-Kochkunst nach außen zu verbreiten, hält Anton Klein, Küchenmeister in Kloster Plankstetten, jeden Monat einen Kochkurs ab. Dabei ist ihm zweierlei wichtig. Also wichtig ist halt die Nachhaltigkeit, dass wir ökologisch wirtschaften nach Bioland-Richtlinien. Wichtig ist für mich auch, dass die Leute das zu Hause nachkochen, damit einfach das weitergeht und bewusstes Umdenken stattfindet, dass man wegkommt von den Fastfood. Besonderen Wert legt Anton Klein auf den Aspekt Bio. Nichts wird von dem Essen weggeschmissen. Und die Zutaten, die stammen zum größten Teil aus dem eigenen Haus, dem klostereigenen Garten oder der Metzgerei. Was gerade nicht vorhanden ist, soll aber aus der Region stammen und dem Gemüse und den Früchten der Saison entsprechen. Alles streng Bio eben. Wir haben halt einfach den Kreislauf da. Bei uns ist alles im Haus. Wir haben also von der Gärtnerei, Bäckerei, Metzgerei, es ist eigentlich alles im Haus. Ich kriege in der Früh einen Anruf um 7 Uhr vom Gärtner, was praktisch gesagt momentan da ist. Dann kann ich das bestellen und um 8 Uhr oder 8:30 Uhr habe ich spätestens in der Küche dann und kann das weiterverarbeiten bis Mittag. Die Teilnehmer des Kochkurses erwartet dieses Mal ein Menü zum Thema Bier. Rezepte mit Gerstensaft heißt es in der Einladung. Das Besondere daran? Dass man mit verschiedenen Biersorten verschiedene Sachen machen kann. Von der Suppe angefangen, über vegetarisches Gericht bis zum Dessert, Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Fisch. Wir haben heute zum Beispiel Karpfen mit Bier gemacht. Das ist einfach unwahrscheinlich für normale Leute, dass man sowas alles mit Bier machen kann, weil ganz viel mit Wein gemacht wird. Und es geht aber mit Bier ganz genauso. Und so lernen die Kochkursteilnehmer eifrig, schauen dem Küchenmeister über die Schulter und legen selbst mal Hand an. Viele von ihnen sind Wiederholungstäter, wie sie sagen, und treue Fans von Anton Kleins Klosterkochkursen. Klosterküchen sind ja immer bekannt für gutes Essen. Ja. Und deswegen sind wir gerne hier und es macht Spaß. Was mir an dem Kochkurs so gut gefällt, ist wirklich, dass man hier von Anfang an, dass wir also die Gurken und alles Mögliche, die Zwiebeln hier vorgelegt kriegen und dann selbst zu schneiden anfangen und das zusammenarbeiten und man also jeden einzelnen Schritt miterleben kann und nicht wie bei den großen Köchen, wo also alles vorbereitet ist und die das nur in einen Topf reinwerfen. Ich wollte einfach mal den Spaß eines professionellen Kochens erleben. Ich bin jetzt das 81. Mal dabei, ja, und einfach, weil es Spaß macht. Es ist schön, es ist einmal im Monat treffen wir uns, wir haben Spaß beim Kochen, es sind tolle Rezepte, die man auch immer zu Hause nachkochen kann. Es sind mit einfachen Mitteln, keine Schnickschnack-Rezepte, wie ich immer so schön sage, Gewürze, die jeder zu Hause hat und sowas finde ich einfach wichtig. Und genau das ist das Ziel. Anton Klein legt Wert darauf, dass seine Kursteilnehmer bei ihm erfahren, was bodenständige Küche mit Bio-Lebensmitteln bedeutet. Er selbst ist absoluter Verfechter der Bio-Küche und kocht mit Passion. Doch nur irgendein Koch werden, das wollte er noch nie. Von klein auf hatte er den festen und unabänderlichen Wunsch, einmal Klosterkoch zu werden. Um seinen Traum zu verwirklichen, hat er nicht locker gelassen. Ich wollte eigentlich mit 10 Jahren schon immer Klosterkoch werden und habe dann auch, wie ich aus der Schule gekommen bin, einfach überall geschaut, wo ein Klosterbruder ist, der wo ausbilden kann. Und habe also in Ettal, in Münster-Schwarzach, in St. Ottilien, in Ensdorf bei den Salesianern, überall. Und nirgendwo ein Koch, der wo ausbilden könnte, hat nur in Plankstetten. Der Paulus damals hat gesagt, zuerst rennt er die ganze Weltgeschichte aus und dann kommt dann das, wo es näherliegendste ist, weil ich von Neumarkt stamme. Längst ist der Küchenmeister dort angekommen, wo er immer hin wollte. Und mit Freude und Herzblut ist er bei der Sache, wenn es darum geht, anderen die Bio-Küche nahezubringen. Nach 2,5-stündiger Kocharbeit können sich Anton Kleins Schüler endlich ihr Bio-Biermenü schmecken lassen. Fürs Nachkochen haben sie bereits die Rezepte in der Tasche. Na dann, guten Appetit. Und für viele heißt es, bis zum nächsten Mal beim Kochkurs in der Klosterküche.